Wir sprechen über Learning Circles und inwieweit das und der Lernort Bibliothek eine grundsätzliche Erneuerung für offene Bildung, Open Education sein kann. Wir sprechen mit zwei Kölnern, Kölnerinnen. Bettina ist dort in der Stadtbibliothek, Philipp ist dort geboren. Genau. Und inzwischen am MIT Media Lab in Cambridge bei Boston. Wir haben uns vier Fragen vorgenommen. Woher kommt das eigentlich? Was hat das mit der Peer-to-Peer-University zu tun? Wie hat sich das entwickelt in den USA, weltweit und auch in Köln inzwischen, wo es die ersten Versuche und Erfahrungen damit gibt? Beginnen wir mal ganz am Anfang. Peer-to-Peer-University sagt alten Hasen im Open-Education-Feld noch etwas, war eines der frühesten, innovativsten Ansätze, Menschen miteinander zum Lernen und gegenseitig Lehren in Verbindung zu bringen. Was macht Peer-to-Peer-University eigentlich heute? Ja, wir waren vielleicht ein bisschen zu früh. Wir haben ursprünglich eben Leute online zusammengebracht, die dann in so kleinen Gruppen über Skype oder so miteinander sich eigene Kurse entwickelt haben und dann gemeinsam gelernt haben. Und haben festgestellt, dass wir dadurch aber nur Leute erreichen, die schon relativ gute, hohen Bildungsstandard haben, Zugang zur Technologie, relativ hohes Einkommen in der Regel. Und das hat uns so ein bisschen frustriert. Und dann habe ich mehr oder weniger zufällig eine Frau von der Chicago Public Library kennengelernt, die über Online-Lernen nachgedacht haben. Und dann haben wir zusammen mal überlegt, okay, warum machen wir nicht Peer-to-Peer-University in der öffentlichen Bibliothek? Das heißt, die Leute kommen immer noch zusammen in kleinen Gruppen und machen dann Online-Kurse gemeinsam. Und speziell für Erwachsene, die eben vielleicht keinen Abschluss haben oder so ein bisschen aus dem Bildungssystem rausgefallen sind. Und das hat dann super geklappt in Chicago. Und dann haben wir das eben über die Vereinigten Staaten und auch in einigen afrikanischen Ländern, in Paris und so weiter und unter anderem eben auch mit der Stadtbibliothek Köln dann nach Deutschland gebracht. Magst du mal kurz beschreiben, wie das aussieht? Also wenn ich jetzt in Chicago in die Bücherei kommen würde und das sehen würde, was würde ich sehen? Also erstmal ist da eine Liste von Kursen, die man belegen könnte. Die werden von den, diese Kurse, wir machen so eine Vorauswahl, also was gibt es da an guten, offenen Kursen. Die Bibliothek entscheidet dann aber letztendlich, welche Kurse machen Sinn für die Benutzer der Bibliothek. Da ist also dann quasi so eine Tafel, da kann man sich eintragen, ich möchte an diesem Kurs teilnehmen. Und dann gehe ich einmal in der Woche da in die Bibliothek, da ist ein kleiner Raum reserviert, da gibt es auch Laptop-Computer, weil viele der Teilnehmer eben keine eigenen Computer haben. Und dann sitzen die Leute quasi um den Tisch rum, wir geben denen so eine Art Rezept, wie kann man jetzt diese Diskussion strukturieren, und die arbeiten dann durch die Kursmaterialien. Und wenn die mal irgendwo stecken bleiben, dann können sie auch zu jemanden aus der Bibliothek quasi rausgehen und um Hilfe fragen. Aber die Bibliothekare sind keine Experten in dem Sinne. Also sie sind Experten für Lernen generell, aber nicht unbedingt für diesen Kurs, der da jetzt belegt wird. Und die geben dann eher so Strategien, Lernstrategien. Und die Gruppe selber muss dann aber schon gucken, wie sie irgendwie so weiterkommen alleine. Das habt ihr jetzt auch in Köln ausprobiert. Wie sah das bei euch aus? Welches Thema war das? Wie viele Leute sind da zusammengekommen? Was waren das für Leute? Wir haben erstmal, nachdem die Materialien gesichtet waren, die Kunden befragt, was sie für Themen interessieren. Das heißt tatsächlich lange Liste ausgehängt, Herzchen, die man kleben kann. Was finde ich am dringendsten? Was wird mir am meisten Spaß machen? Und danach die Themen priorisiert und angefangen tatsächlich mit Selbst- und Zeitmanagement. Das hat unsere Kunden interessiert. Das ist vielleicht ein etwas anderer Ansatz, als das in den amerikanischen Bibliotheken der Fall ist, wo die Kunden mehr Defizite aufarbeiten wollen. Bei uns wollen sie sich einfach mit einer Sache intensiv beschäftigen über ein paar Wochen. Und dank dieser tollen Materialien, die das MIT uns da zur Verfügung stellt, ein Curriculum, Prozeduren, wie gehe ich mit den Kunden um, wie baue ich die einzelnen Stunden auf und so weiter, funktioniert das auch großartig. Es ist eine ganz andere Art, informell miteinander zu lernen. Wir teilen so viel, wir teilen Autos, Fahrräder, warum sollen wir nicht Wissen teilen? Vielleicht nochmal ganz kurz zurück, die Materialien, wie sehen die aus und habt ihr die entwickelt? Also es gibt da zwei Teile. Einmal gibt es die Kurse, die entwickeln wir in der Regel nicht, obwohl wir damit vielleicht jetzt auch anfangen, weil es eben ein paar Bereiche gibt, wo es keine wirklich guten offenen Kurse gibt. Aber in der Regel suchen wir offene Kurse raus und in einigen Fällen sogar geschlossene Kurse. Ich weiß, ihr benutzt Lynda, glaube ich. Ja. Also es gibt so Bereiche, da muss man so ein bisschen flexibler sein, aber Präferenz ist natürlich offen. Und dann nebendran gibt es aber auch noch ein Handbuch, wie man diese Learning Circles eben macht. Und das habt ihr, glaube ich, auch ins Deutsch übersetzt. Das hat unsere Kollegin, die damit befasst ist, die aus Indianapolis kommt und insofern da prädestiniert war, die hat das ganze Handbuch, dieses Facilitator-Handbuch übersetzt, um die Kollegen, die das machen, eben in die Lage zu versetzen, diese mehreren Stunden durchzuführen mit den Kunden.
Genau, und das finde ich halt so toll an Open Educational Resources. Ne? Wir schreiben quasi dieses Handbuch auf Englisch und dann arbeiten wir da mit einer Bibliothek in Köln zusammen und die übersetzen das auf Deutsch. Da muss man nicht groß nachfragen oder so, da muss man keine Lizenzgebühren bezahlen und das ist ja super. Dann die Idee geht dann so zu anderen Orten. Was habt ihr jetzt für Erfahrungen in Köln gemacht? Erstmal noch eine Basisfrage. Wie heißen Learning Circles in Köln? Lernteams. Ja, wir hatten ein bisschen Probleme, da einen schönen Namen zu finden. Lernteams finde ich gut. Wichtig ist ja, dass dabei aus diesem Begriff auch spricht, dass da kein Experte vorne steht, kein Unterricht stattfindet. Es ist keine andere Form des Unterrichts, es ist einfach eine andere Form des Lernens. Und die passt super gut auf uns als Bibliothek, weil wir ein offener Bereich sind, wo die Menschen sich austauschen können, wo wir Raum und Equipment und alles Mögliche bieten. Ja, deswegen Lernteams. Und die Erfahrungen sind besonders, weil es so eine Art ganz informelles Zusammenkommen ist, was da stattfindet. Das ist klasse. Heute fängt ein neuer Kurs an. Das Städel-Museum hat einen 6-wöchigen Online-Kurs aufgelegt. Probieren wir es mal mit Kunstgeschichte. Andere Klientel. Ihr habt in den USA auch evaluiert schon die ersten Durchläufe. Was ist rausgekommen? Also es ist eine relativ kleine Evaluation, aber was wir sehen ist, dass es tatsächlich Leute erreicht, die vorher noch nicht Online-Learning genutzt haben, dass deren Erfolgsquote wesentlich höher ist als jetzt in einem Online-Kurs, also in einem MOOC, und dass die in der Regel sagen, sie werden noch einen Kurs belegen. Also das ist so auf der Nutzerseite und die, was die Bibliotheken angeht, wächst das sehr schnell. Also das scheint irgendwie schon irgendwie da so in so eine Lücke reinzupassen, wo das eben die Bibliothek, es ist immer noch, also es nutzt halt quasi die Qualitäten der Bibliothek aus und gibt dann noch was dazu und das passt irgendwie. Also wir sind jetzt im Moment laufen, glaube ich, 40 oder 50 Learning Circles, also immer ständig quasi in der ganzen Welt. Vielleicht tatsächlich nochmal abschließend zum Bibliothek als Lernort. Wird das so als selbstverständlich aufgefasst? Ist das was, was in den Bibliotheken auch für Gespräche sorgt? Das ist jetzt ja bisher nur Köln, in Anführungszeichen, Stand 2018. Wie wird die Bibliothek da möglicherweise noch mehr zum Lernort und nicht nur zum Leseort? Wir sind eigentlich ein Lernort. Wir sind kein außerschulischer Lernort, sondern ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, um ihre Kompetenzen zu erweitern, um Wissen zu erlangen. Deswegen stellen wir auch technologische Möglichkeiten vor. Wir haben einen Makerspace seit 5 Jahren. Man kann VR ausprobieren. Wir haben einen Roboter. Also wir sind der nicht kommerzielle Ort, wo alle Menschen hinkommen können, um sich Sachen anzusehen. Und dass sie da auch zusammenkommen können und gemeinsam etwas sich erarbeiten. Das ist ein tolles neues Angebot. Das nutzen jetzt natürlich schon Schüler bei der Facharbeit, Abi-Vorbereitung. Die Bibliothek als Ort, wo man hinkommt und lernt und sich neue Dinge aneignet, die gibt es schon immer. Sehr schön. Ich habe da noch einen Satz zu sagen. Also aufgrund genau dieser Erfahrung, die wir da gemacht haben mit Learning Circles, haben wir am Media Lab jetzt auch unsere Arbeit mit Bibliotheken enorm ausgeweitet. Also genau die Punkte, die Bettina gerade schon erwähnt hat, die Art von Lernen, die im Media Lab praktiziert wird, die ist manchmal schwierig in formalen, also Schulen oder Hochschulen umzusetzen, weil es da viele Einschränkungen gibt. Und wir finden, dass mit Bibliotheken zusammenarbeiten da viel einfacher ist und irgendwie, da gibt es auch so einen gemeinsamen Nenner und es gibt im Media Lab eine riesen Begeisterung, einfach mehr mit Bibliotheken zu machen. Und wir haben jetzt also ein ganzes Projekt, was quasi so eine Bandbreite von MINT, heißt das ja in Deutsch, MINT-Lernerfahrungen entwickelt. Sehr schön. Ein sehr neues Konzept und gleichzeitig ein sehr traditionelles im Sinne von auf bewährtes Setzen. Bibliotheken als jahrhundertealter Lernort. Ich musste, als ich das Konzept gelesen habe, auch denken an Lesegesellschaften, die nach der Aufklärungszeit entstanden sind, wo sich auch Leute getroffen haben, um in kleinen, selbstbestimmten Kreisen zu sprechen. Ich glaube, was wirklich jetzt nochmal neu an dem Konzept ist, dass es auch nochmal tatsächlich gezielt an nicht privilegierte Gruppen geht. Und das ist wahrscheinlich auch die größte Herausforderung, wo es irgendwie in den nächsten Jahren spannend wird, ob das tatsächlich nicht nur am Anfang funktioniert, sondern tatsächlich auch ein Konzept bleibt, was breit Lernen unterstützen kann. Ich danke Bettina, Philipp, alles Gute, danke, bis bald. Tschüss.